Heute wollen wir einem der neuesten Schiffe im Spiel die Ehre erweisen und damit herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships. Und dabei sehen wir uns das Tier 6 Schiff Admiral Graf Spee an. In dem Fall handelt es sich um einen Kreuzer und ist hier Top Tier 6er 5er Gefecht. Also da ist alles möglich für eine schöne, feine Runde. Vielleicht ganz kurz nochmal drauf eingegangen. Mit den hinteren Torpedowerfern, die aber sehr weit über das ganze Schiff schießen können, ist es ein etwas ungewöhnlicheres Layout. Und wir haben ein Schiff, das wirklich unglaublich stark austeilen kann als der 6 Kreuzer. Ist es schon unglaublich, was da an Damage möglich ist am Ende des Tages. Das werden wir jetzt hoffentlich auch dann jetzt nun sehen. Aber die erste Salve mit 1000 Schaden war natürlich noch sehr, sehr minimalistisch. Da wollen wir jetzt schon noch etwas mehr sehen, ohne Frage. So, jetzt die Aober. Oh, schon die ersten 23.000 Schaden mit AP. Zwei Zitadellen weggemacht. Der Brand wird natürlich sofort gelöscht, ganz klar. Das will man jetzt hier nicht hinnehmen. Und jetzt gleich die Ober, die nächste Salve. Mal schauen, ob die ähnlich gut nochmal einschlägt, aber Ober hat jetzt einen schlechteren Winkel für ihn, also dementsprechend hier kein Treffer. Ja, die Ober jetzt natürlich auch ganz schön weit weg langsam, aber nochmal ein 840er als vielleicht Adieu nochmal so hinterhergesetzt. Weil langsam wird es einfach immer schwieriger, da richtig drauf zu schießen. So, und was ist jetzt da noch so einiges los? Die zwei Schlachtschiffe Dunker und Fuso, die erobern dann natürlich noch im Hinterhalt, allerdings schon deutlich weiter weg. Er versteckt sich jetzt hier so ein bisschen hinter der Landzunge, um darauf zu schießen. Und jetzt zwei Brände, das ist aller Ehren wert. Und aktuell ticken die auch ganz hoch. Man sieht da immer so um die 600 pro Tick macht er da Schaden. Das ist schon sehr, sehr ordentlich. Aber natürlich will er da mehr. Oh, da jetzt wird er so ein bisschen aufs Korn genommen. Da muss er natürlich jetzt aufpassen, dass er hier nicht Ziel Nummer 1 wird. Ja, die New Mexico kommt jetzt immer näher. Vielleicht natürlich jetzt so langsam die Option hier mal so Richtung Torpedos zu schielen. Und genau das denkt er sich auch. Und man sieht, wie weit dieser Torpedofächer eben auch nach vorne zu verschießen ist. Das ist das sehr Schöne an der Graf Spee. Aber die New Mexico, die dreht da schon weg. Die bleibt jetzt hier nicht auf Kurs, so wie es aussieht. Und er hält jetzt einfach mal auf die New Mexico drauf. Ohne Wenn und Aber. So, und jetzt natürlich genau den Gegenschwung, um auch dann die Steuerport-Torpedos gleich zu nutzen. Also da ist er jetzt kompromisslos und fährt so auf die New Mexico drauf, als ob es kein Morgen gäbe. New Mexico sieht es jetzt natürlich auch, was da von Steuerport kommt. Dementsprechend
aimt er jetzt da auf ihm. Der ein Torpedo wird auf jeden Fall treffen. Das ist schon mal sehr schön. Und macht da 7.500 Schaden. Wassereinbruch ist vorhanden. Aber da wird schon gegengearbeitet auf dem Deck. Jetzt kommt er aber immer näher. Damit hat er gleich natürlich noch weitere Torpedos am Start. Sekundären schießen aber aus dem Hinterhalt. Diffuso selber ist noch nicht so ganz dabei. Jetzt ist die Salve weg. Das heißt, jetzt kann er da Gas geben. Junge, schieß deine Torpedos weg. Schieß sie weg. Jetzt sind sie raus. Alle Aale im Wasser. Und da wird die New Mexico keine Chance mehr haben. Die werden alle sogar treffen. Und keine Möglichkeit, dass die New Mexico da irgendwas dagegen macht. Aber das war teuer unterm Strich. Man sieht, ein Torpedowerfer ist weg. Und er hat auch nur noch 6.100 Hitpoints. Bis er da jetzt sich wieder heilen kann, dauert es noch eine Weile. So, hier jetzt der Brand auf Diffuso. Oh, das ist auch ein spannendes Gefecht. Fuso gegen Kongo. Da im Nahkampf wird es hier eine Ram-Attacke, die wir hier sehen. Aber nee, das war nochmal ganz knapp. Oh, schön, dass ihr die Zitadelle getroffen hat. Das war ein Treffer nach Maß. Auf dem Tier 6 Schlachtschiff 15.000 Damage machen in einem Kreuzer. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Zeigt einfach, dass die Graf Spee doch durchaus was kann. Aktuell ist es ausgesprochen gleichwertig, das Spiel. Also 6 Schiffe hat sein Team noch, der Gegner 7 Schiffe. Bei den Tickets liegen sie dafür aber vorne. Also das ist alles noch recht ebenbürtig. Er kann sich jetzt auch hier wieder ein paar Hitpoints sichern. Durch die jetzige Heilung kommt er wieder auf knapp 11.000. Und sofern er jetzt nicht beschossen wird, kann er sogar wieder dann deutlich was heilen. Also das ist schon sehr schön. Alles, was jetzt sozusagen passiert, ist weit weg. Also er hat jetzt nicht so leicht die Chance, auf alles zu schießen. Aber die New Mexico, da kommt er gut drauf. Er muss jetzt nur noch natürlich treffen und vielleicht sogar nochmal einen Brand auslösen. Das wird ihm bestimmt gut gefallen. Und jetzt kann er sogar sich hier den Kill sichern. Sehr fein, der zweite Kill. Ah, die Nürnberg ist noch rappelvoll. Zwar auch weit weg, aber das ist schon wirklich noch weit weg zu beschießen. Und natürlich muss er auch aufpassen, dass er da jetzt nicht selber aufs Korn kommt.
Na, die New York, die fährt da rückwärts. Das ist doch eigentlich ein schönes Ziel jetzt da. Naja, aber das war leider noch nicht so das, was er da selber hätte haben wollen. Der will da natürlich mehr. Ein Brand wäre jetzt schön. Zitadellen ist natürlich absolut nicht machbar mit HE. Aber so ein schönes Brändchen, das würde er jetzt bestimmt gerne nehmen. Die Erober ist hier weiterhin im Spiel, auch obwohl er die so gut getroffen hat. Aber wir sehen auch ihn mittlerweile wieder mit 17.000 Hitpoints. Also da hat er sich gut erholen können von dem ersten Schrecken. So, jetzt hier noch über die Insel gerade so drüber schießen. Und jetzt hat er da den vierten Brand in der Runde für sich verbuchen können. Aber man sieht langsam, sein Team 4 Schiffe, Gegner noch 6. Also da läuft es gerade für den Gegner definitiv besser. Und mich würde natürlich auch an dieser Stelle mal interessieren, wer von euch hat sich denn eigentlich die Graf Spee geholt oder wer erspielt sie sich denn? Also das könnt ihr auch gerne mal posten. Natürlich auch Meinungen zu dem Schiff immer gern gesehen. Also das interessiert mich natürlich auch, was ihr da selber so von dem Schiff denkt und haltet. So T22, aber auch ein Stück weg. Die New York wird jetzt gleich wieder spannender mit 10,4 Kilometer. Na, komm Junge, zünd ihn an. Da ja, da gibt's den Brand. So wollen wir das sehen. Und der brennt auch weiter, das ist schön. Der wird nicht gelöscht, das heißt, da gibt es weiterhin was für sein Konto. Und da kommt jetzt T22, der Zerstörer, auf ihn zu, samt der New York. Also das kann jetzt nochmal richtig unangenehm gleich für ihn werden. Natürlich hat er das schon selber auf dem Schirm, das heißt, da jetzt alles raus, was möglich ist. Auch die Torpedos natürlich jetzt raus. Hydrokustische Suche ist an. Das heißt, da sieht man jetzt, und er ist der Letzte in der Runde. Das heißt, da müssen wir jetzt nicht mehr großartig überlegen, ob er das noch schafft, sondern jetzt ist nur die Frage, wie viel kann er noch mitnehmen? Die Torpedos Richtung New York, die kommen sehr schön. 27.000 Schaden hier nochmal an der Stelle. T22 hat nur noch 4.000 Hitpoints. So, jetzt auch gar nichts mehr. Aber er ist natürlich jetzt in ärgster Bedrängnis. Schade, dass er seinen Torpedowerfer backbordseitig nicht mehr hat. Sonst könnte er den hier noch einmal ausnutzen. Aber die Zerstörung jetzt auf die T22, aber jetzt bekommt er da richtig massiv. Und ich sag schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.